Die Stadtwerke haben in der vergangenen Woche an der Kreuzung Naumburger Straße-Altenburger Straße neue Fernwärmeleitungen verlegt. Am Donnerstag sollen diese in Betrieb genommen werden. Wie schon bei den Arbeiten in der vergangenen Woche, muss dafür wieder für einige hundert Haushalte die Fernwärmeversorgung unterbrochen werden. Betroffen ist das Gebiet ab dem Emil-Höllein-Platz Richtung Norden entlang der Leipziger Straße, Fritz-Kalisch-Straße und der Dornburger Straße bis zur Naumburger Straße 1. Auch die Haushalte im Bereich der Stifterstraße und einzelne Gebäude in der Kamburger Straße müssen zwischen 6 und 20 Uhr ohne Fernwärme auskommen. An dem Tag werden die neu eingesetzten Rohre wirklich abschließend wirklich mit dem Fernwärmenetz verbunden. Das heißt, es finden Schweißarbeiten hier statt. Und dazu muss natürlich nochmal das Netz hier in Jena Nord, der Bereich, es muss entleert werden, damit sicher und ja, gut geschweißt werden kann. Deshalb wird an dem Tag nochmal eine Unterbrechung nötig. Und im Laufe des Abends dann, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind und wenn die ersten Tests gelaufen sind, wird dann wieder die normale Fernwärmeversorgung anlaufen. Die betroffenen Haushalte werden darum gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. So bleibt die Restwärme länger in den Räumen. Die Reparaturen an den Fernwärmeleitungen sind nötig, weil sich an dieser Stelle am 10. Februar bei klirrender Kälte eine Havarie ereignet hatte. Damals waren rund 6500 Haushalte bis spät in die Nacht hinein von der Fernwärme abgeschnitten und hatten somit keine Heizung. Der Schaden konnte zunächst nur provisorisch repariert werden. Anfang November begannen dann die Arbeiten an der neuen Leitung. Ein Baustart im Sommer war nach Angaben der Stadtwerke nicht möglich, weil es zu Lieferengpässen kam und die Baustelle an der Ecke Dornburger Straße-Scharnhorststraße erst noch abgeschlossen werden musste. In der vergangenen Woche war es dann aber soweit und die neuen Leitungen wurden eingebaut. Wir sind sehr zufrieden auch mit der Firma hier vor Ort, aber auch mit den Kollegen, die die Heizcontainer managen. Das sind ja auch 5 Heizcontainer hier, die die Ersatzwärmeversorgung wahrnehmen. Das ist eine besondere Aufgabe, die bislang gut geklappt ist. Es gab leichtere Schwankungen mal bei dem Einsatz der Heizcontainer, aber das hat auch sehr gut geklappt. Wir sind sehr zufrieden und sind auch zuversichtlich, dass dann am Donnerstag die nächste abschließende Etappe hier eben die Reparatur starten kann. Mit der Inbetriebnahme der neuen Leitungen werden die Bauarbeiten am Donnerstag beinahe beendet. Bis Weihnachten soll als letzter Arbeitsschritt auch die Straßendecke wieder verschlossen werden. Weitere Unterbrechungen der Fernwärmeversorgung sind nicht geplant.